Was passierte eigentlich mit Hermines Eltern, nachdem sie alles vergessen hatten, beziehungsweise nachdem Hermine sie alles vergessen lassen hat? Das und mehr jetzt in diesem Video. Zu Beginn von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 befand sich die Welt der Zauberer im Aufruhr. Die unmittelbare Bedrohung durch Lord Voldemort und die Todesser bedeutete, dass nicht nur Hexen und Zauberer in Gefahr waren, sondern auch Muggel. Hermine Granger wusste, dass sie eine schwierige Entscheidung treffen musste. Als wichtige Figur im Kampf gegen Voldemort war sie selbst eine Zielscheibe und damit auch ihre Familie. Hermine erkannte, dass ihre Eltern in großer Gefahr waren. Um sie zu schützen, löschte sie deren Erinnerungen an sich selbst und an Hermine. Dies würde sie von ihr distanzieren und möglicherweise ihr Leben retten, da sie keine Informationen über jemanden preisgeben könnten, den sie nie getroffen hatten. Diese Szene wird im Film sehr dramatisch dargestellt, während sie im Buch nur am Rande erwähnt wird. Im Buch erklärt Hermine Harry: „Ich habe die Erinnerungen meiner Eltern so verändert, dass sie glauben, sie heißen Wendell und Monica Wilkins und dass ihr Lebensziel ist, nach Australien zu ziehen, was sie jetzt auch getan haben. Das soll es Voldemort schwerer machen, sie aufzuspüren und sie über mich oder dich zu verhören." Hermines Handeln führte dazu, dass ihre Eltern nun als Monica und Wendell Wilkins tatsächlich nach Australien umzogen. Dies geschah gerade zur rechten Zeit, denn das Haus von Hermines Eltern wurde kurz nach ihrer Abreise von dem Todesser Corbin Yaxley aufgesucht. Hätte er sie gefunden, wären Hermines Eltern sicher in Gefahr gewesen. Es war also ziemlich gut, dass Hermine so gehandelt hat. Hermine erwähnt keinen bestimmten Zauberspruch, den sie benutzt hat, oder ob der Prozess umkehrbar ist. Im Film jedoch spricht sie den Zauber Obliviate aus, der die Erinnerungen ihrer Eltern löscht. Dies wird im Film sehr dramatisch dargestellt. Hermines Mutter ruft sie zum Tee und Hermine spricht leise Obliviate, während sie ihren Zauberstab auf den Hinterkopf ihrer Eltern richtet. Dadurch verschwinden alle Erinnerungen an Hermine aus dem Raum und aus den Familienfotos zum Beispiel. Diese Szene wirft einige Fragen auf. Hat Hermine die Erinnerungen ihrer Eltern jemals wiederhergestellt? Die Antwort darauf ist ein klares Ja. In den Büchern wird erwähnt, dass Hermine immer die Absicht hatte, die Erinnerungen ihrer Eltern zurückzubringen. Nachdem sie Harry erklärt hat, dass sie die Erinnerungen gelöscht hat, fügt sie Folgendes hinzu: „Vorausgesetzt, ich überlebe unsere Jagd nach den Horcruxen, werde ich Mom und Dad finden und ihre Verzauberungen aufheben. Wenn nicht, denke ich, dass ich einen guten Zauber gewirkt habe, der sie in Sicherheit bringt und glücklich werden lässt." Wendell und Monica Wilkins wissen nicht, dass sie eine Tochter haben. J.K. Rowling bestätigte in einem Online-Chat auch, dass Hermine tatsächlich die Erinnerungen ihrer Eltern wiederhergestellt hat. Auf die Frage, ob Hermine in der Lage war, ihre Eltern zu finden und den Gedächtnisschaden rückgängig zu machen, antwortete Rowling Folgendes: „Ja, sie hat sie sofort nach Hause gebracht." In den Büchern wird also klar, dass der verwendete Zauber umkehrbar ist. Im Film jedoch wird der Zauber Obliviate benutzt, der unumkehrbar ist. Dies ist ein Versäumnis des Films, da es dem Buch widerspricht. J.K. Rowling erklärt dies in einem Interview: „Es sind zwei verschiedene Zauber. Sie hat nicht die Erinnerungen ihrer Eltern gelöscht, wie sie es später mit Dolohov und Rowell tut. Sie hat ihre Eltern verhext, damit sie glauben, sie seien andere Menschen." Wir können dies als Unterschied zwischen Buch und Film betrachten, der den dramatischen Effekt verstärken sollte. Hätte Voldemort Hermines Eltern finden wollen, hätte er die Verzauberung aufheben und herausfinden können, was er wollte. Hermine veränderte die Erinnerungen ihrer Eltern aus mehreren Gründen, um sie zu schützen und um sie auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass sie vielleicht nicht zurückkehrt. Nach dem Ende des Zweiten Zaubererkrieges fand Hermine ihre Eltern und stellte deren Gedächtnis wieder her. Sie kehrten nach England zurück und nur wenige Jahre später bekam sie sowohl einen neuen Schwiegersohn, Ronald Weasley, als auch Enkelkinder, Rose und Hugo. Es ist wichtig, diesen Unterschied zwischen Buch und Film hervorzuheben, da er die Tiefe und Komplexität von Hermines Charakter zeigt. Im Buch nutzt Hermine einen anderen, weniger drastischen Zauber, um die Erinnerungen ihrer Eltern zu verändern, was ihre Sorge und Rücksichtnahme für ihre Eltern unterstreicht.
Stattdessen entschied sie sich für einen Weg, der es ihr ermöglichte, die Verzauberungen rückgängig zu machen und das Gedächtnis ihrer Eltern wiederherzustellen, anstatt einen endgültigen Weg. Der Unterschied zwischen Buch und Film in der Darstellung von Hermines Zauber verdeutlicht, wie Adaptionen von Literatur für das Kino unterschiedliche Aspekte einer Geschichte hervorheben können. Während der Film den dramatischen Effekt betont, also den wirklich dramatischen Effekt, zeigt das Buch Hermines sorgfältige und rücksichtsvolle Vorgehensweise. Beide Versionen unterstreichen jedoch Hermines Mut und ihre Liebe zu ihrer Familie. Und natürlich auch zu Harry und der ganzen Sache, weil dafür hat sie es natürlich auch getan. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Hättet ihr dasselbe gemacht wie Hermine und eure Eltern verzaubert, damit sie nichts ausplappern können und damit sie eventuell glücklich werden können ohne dich? Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.